Hallo, heute ist der zweite Tag meiner TAF-Wochenreportage. Ich bin so ultra aufgeregt. Ich hoffe, es wird genauso lustig wie gestern. Es war so geil. Wir haben das so gefeiert, diese Nacktszene von Cheng im Bad. Das war so ultra. Ja, mal gucken, was heute kommt. Ja, ich glaube, jetzt kommt es. Nochmal schöne Nachrichten. Nein! So, jetzt hoffentlich. Bitte. Ach, Mann. Na toll, es läuft ein Beitrag über eine Frau, die sich zu Barbie hat umstellen lassen und jetzt auch noch hirnlos werden will. Ganz toll. Ich hoffe, dass nicht mein Beitrag gleich im Anschluss folgt. Das wäre ein bisschen scheiße. Hoffentlich jetzt! Mit Barbie Rella, Behind oder Victor und Anton. Sie alle haben nur einen Traum, sie wollen ihr Geld als Webstar verdienen. Haben die den ganzen Tag so eine Kamera vor der Nase? Oder? Deutschland, deine Webstars. Sie sind die Stars der Jugend, Barbie Rella. Seit gut einem Jahr ist Barbie Rella nicht mehr ohne Kamera unterwegs. Die gelernte Sekretärin unterhält mit 50.000 Abonnenten eine beachtliche Fangemeinde mit ihrem Leben. Nichts in Barbarellas Leben bleibt undokumentiert. Ihre Mutter hat sich den Fuß gebrochen. Klar, dass die 29-Jährige ihr zur Hilfe eilt. Und zwar mit Kamera im Gepäck. Langsam wird sie nervös. Meine Nägel! Meine Das ist so viel Adrenalin gerade in mir. Du bist so ultra gespannt, was sie zeigen, was da drankommt, wie das geschnitten ist, ob du blöd dargestellt wirst. Und das ist einfach mega cool. Cool, das habe ich heute an! Hilfe in Form von Papa Jürgen liegt bereits im Papa! Barbie Rella versucht noch immer verzweifelt, ihre Videos hochzuladen. Das Internet bei ihren Eltern ist einfach zu lahm. Ein Plan B muss her. Habe ich nächste Woche ein Zuschauertreffen. Aber hat die Kölner Blondine überhaupt Fans in Nürnberg? Das und mehr sehen Sie morgen bei Deutschland, deine Webstars. Ich bin so gespannt, wie morgen wird. So, jetzt muss ich nur noch auf Cheng warten und dann geht's auch schon wieder in die Tauchschule. Jetzt kommt Chengs Tauchtheorieprüfung. Bin mal gespannt, wie er sich anstellt. Wir sollen einmal Luft holen und dann wieder zwei Stunden im Wasser bleiben. Ja. Mhm. So lange? Mhm. Das ist eine sogenannte Suppenschildkröte. Hört sich böse an, ne? Ja. Suppenschildkröte. Ja. Gleich mal wieder merken als Information, falls jetzt gleich ein Test drankommen sollte. Suppenschildkröte. Suppenschildkröte wurde bestimmt von den Asiaten erfunden. Ja, ganz sicher. Du musst jetzt kommen. So, jetzt geht's aber los. Das wird's ernst. Ah, oh, es ist leer, das ist noch nichts falsch. Hast du gut gemacht bisher. Hast du gut gemacht. Ist noch nichts falsch, Leute, genau. So sieht's aus. Oh, man sieht die Angst in seinen Augen. Eine Antwort ist immer richtig. Nur eine ist immer richtig. Es kann aber auch schon mal sein, dass eine die anderen zusammenfasst. Ja, genau. Ja? Ja. Und wenn man sich nicht sicher ist, dann lässt man sich offen die Frage. Und dann klären wir das. Dann ist der Reis. Wenn du jetzt weißt, weiß ich nicht, offen lassen. Klären wir das. Nein, du hast nur ein Dings da, ne? Keine mehr, bitte. Oh mein Gott, jetzt wird's peinlich dann. Oh, da wirst du wahrscheinlich besser abschneiden. Oh mein Gott, ja. Wenn du mich jetzt zerschießt, das wäre hart. Ich werde jetzt auch den Test mitmachen. Ich bin jetzt einfach mal gespannt. Ich habe zwar mit Cheng gelernt, aber ich bin einfach mal gespannt, wie viel ich jetzt noch weiß. Ich war ja nicht nonstop dabei, wie er jetzt gelernt hat. Ja, mal gucken, was so dabei rauskommt. Ich bin echt gespannt. Ich freue mich richtig jetzt auf den Test. Es ist kein Wettbewerb hier, ne? Also nicht, dass wir die nächsten 10 Jahre dann so mal hören, so ja. Tschüss. Ja, ist ja auch schon spät. Yeah. B.
Das Jacket auf Grace. Genau, und Würfel ist es bei Erwürfel. Frage 3, das ist glaube ich auch klar. Vorher schon eine Bedingung, einfach so. Ja. Ich esse mit 25. Ja, schneller. Okay. Operieren. Operieren! In eine geringere Tauchtiefe aufsteigen. Ist sie denn auch so ungefähr? Ja, also ich hatte bisher einen Fehler und das war bei der 10, das war das mit dem Manometer. Ach, Manometer, das, ja. Ja, ist auch ein bisschen doof ausgedrückt. Ja, dann einfach weitermachen, genau. Ja, das fand ich geil, da musste ich lachen. Ich habe C. C ist auch richtig. Weil das, du bist ja, umso höher du bist, umso weniger ist doch da der Luftdruck. Umso tiefer du bist, umso stärker ist der Luftdruck. Flüchtigkeitsfehler. Bei 40, welche Faktoren außer Top? Jod. Ja, kann nichts mehr schief gehen, ne? Kann nichts mehr schief. Die können jetzt alle falsch sein. Herzlichen Glückwunsch. Theorie? So ein paar Flüchtigkeiten. Cheng hat jetzt seine Tauchtheorie auch geschafft. Yeah. Und jetzt laufen noch die letzten Besprechungen für morgen, weil morgen geht es für ihn in das 4-Meter-Becken. Wird er auch mit Bravour meistern. Und dann kann ich von außen filmen durch das Guckloch. Und dann seht ihr mal, wie der Cheng sich unter Wasser anstellt. Und damit sage ich jetzt Tschüss, wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns dann die Tage wieder. Bis dann. Bye, bye.